herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Ja, was wollte ich sagen? Ihr habt ja gehört, falls ihr mein anderes Let's Play auch anguckt, I'm Alive, dass sich das Ganze jetzt mit Dead Space abwechselt. Was ich da vergessen habe zu sagen ist, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. Oder ob ihr lieber jeden Tag Dead Space hättet und dafür, keine Ahnung, beides oder wie auch immer. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde es lesen, ich werde es machen, ich werde es mir anschauen und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall hätte ich, wie gesagt, gerne euer Feedback. Oh. Kommt jetzt da nochmal der Arm? Hier haben wir doch gestern aufgehört, oder? Nee, Quatsch. Kann man ja gar nicht. Das passt schon. Ja, wie gesagt, ich hätte gerne euer Feedback, wie euch das gefällt. Ob ihr das lieber jeden Tag Dead Space hättet oder jeden Tag einmal live oder. Und dafür nur, keine Ahnung, alle zwei Tage mal Dead Space oder. Ich weiß nicht. Sagt mir einfach, wie es euch gefällt. Ich. Bin mir selbst noch nicht sicher. Ich mag beide Spiele gern. Na gut, Dead Space hat jetzt eher einen höheren Gruselfaktor, finde ich. Ja gut, das andere ist ja auch nicht wirklich ein Horror-Game. Sagen wir es mal so. Achso, muss ich jetzt hier alles nochmal aufmachen, ja? Nur weil ich hier einmal gestorben bin. Na, dann gehen wir mal hier rein. Eintritt Schwerelosigkeit. Ding hatten wir in der letzten Folge ja auch schon. Das ist halt das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich hinspringen muss. Das weiß ich allerdings immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist das Ding. Ja, wo muss ich denn hin? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Also, wenn ich wieder bei diesem Ding angelangt bin, dann verlangsame ich das Ding, spring hier hin und dann da runter. Okay. Alles klar. Muss ich mir nur merken, weil sonst stehe ich nachher wieder da und weiß nicht mehr wohin. Das war jetzt keine Absicht. Boah, jetzt habe ich mein Minipack verschwendet. So eine Scheiße. Das war die letzte, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffmilchzeitlinge neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager. Okay. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben. Und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen. Aber das ist völlig unmöglich. Ist unmöglich, Sechse? Thank you.
Scheiße. Da kann ich gar nicht hinspringen. Das ist nicht gut. Schade, gibt's auch nicht mehr viel. Ich kann hier nicht hinspringen. Also wenn ich jetzt keine Stase mehr habe, dann muss ich wohl oder übel. Boah, wollte ich mir jetzt sagen, dass ich meine ganze Stase gar nicht gebraucht habe. Oh fuck, ey. Muss ich jetzt echt. Sorry Leute, aber ohne Stase kommen wir da leider nicht durch. Also auf jeden Fall wäre es richtig gewesen. Ja, so verschwende ich wenigstens zwei Minipack nicht, oder? Obwohl. Und finde sogar noch eins. Das ist natürlich hammer nice. Hammer nice. Ja, Isaac, du musst immer noch dahinter. Ach fuck, jetzt habe ich wieder vergessen, den Timer anzumachen. Ach ja. Werde ich ihn jetzt einfach laufen lassen und werde mal kurz die Aufnahme anhalten und gucken, wie weit ich bin. Ich bin gleich wieder da. Seid herzlich willkommen zurück, ich bin wieder da. Ja, das mit dem Timer, das ist nicht so mein Fall. Das vergesse ich jedes Mal wieder. So, hier war irgendwo war doch hier eine Stasi-Station, wenn ich mich nicht irre. Yep. Und da filmen wir dann direkt unsere Stase auf. So. Und weiter geht's. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. So, dann würde ich mal sagen, haben wir das auch. Ja. Wie ich muss hier rumstehen. Arm. Da wird das Kleine. Das war die letzte, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittel. Isaac. Ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Ja, sie hat wieder mal ihren Bruder gesehen. So, also... So, jetzt bin ich eigentlich wieder da, wo ich vorher auch war, oder? Kann es sein, dass ich ein bisschen dämlich bin? Ja, manchmal bin ich etwas dämlich. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Das habe ich echt nicht gesehen. An dem Ding sind wir ja gestern schon gestorben. Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen wir uns mal weiter.
bin echt gespannt, was jetzt passiert. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, keinen Plan, was jetzt kommen könnte. So, die ist voll. Bevor ich jetzt nochmal sterbe und hier nochmal anfangen muss, werde ich jetzt hier speichern. So. Und jetzt können wir zurück. Ja, wir müssen auch zurück. Sehr gut. Gut, gut, gut. Ach so. Waren wir nur hier? Echt? Ach so, dann sind wir ja quasi jetzt. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Also erstmal runter. Nehme ich mal an. Ich hoffe es. Dass ich recht habe. Oh, wieder raus. Okay. Da ist noch ein Kästchen. Da gucken wir. Ja. Ist gut. Haben wir es jetzt? Gut. Einwandfrei. Schon drin. Ah, hier war die viele Strahlen. Ach, das war dieser scheiß Raum, den wir extra mit Energieknoten aufgemacht haben. Warum zum Hölle ist sie überall? Aber überall Strahlenmunition. Das möchte ich ja echt gerne mal wissen. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Oh, Alte. Mach dich doch selber wieder ganz, du. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Ja, ich würde mal sagen, damit haben wir unsere Hauptaufgabe erfüllt. Flammenwerfer, Laserkanone, bla. Verkaufen wollte ich, genau. Verkaufen. Jawohl. Aber sicher bin ich mir sicher. Ich bin ja echt gespannt, wann wir den nächsten Anzug kriegen. Bin ich ja echt gespannt. Ich muss muss ich da rein? Ja. Aber da muss ich erst in der nächsten Folge rein. Ich werde jetzt hier gerade nochmal abspeichern, damit ich nächstes Mal nicht wieder den scheiß Halbleiter verkaufen muss. Und direkt Platz im Inventar habe. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir da rein. Was auch immer uns da drin erwartet. Da drin. Ja. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuschauen.